Hallo und herzlich willkommen zu Battle of E, einem weiteren Viertelfinale. Heute entscheidet sich, wer in das Halbfinale einzieht. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Die zwei Gladiatoren, möchte ich sagen, beziehungsweise, nee, das möchte ich nicht sagen, weil ich bin einfach nicht so politisch korrekt. Es sind zwei Gladiatoren. Zum einen ist es allseits bekannt, sage ich mal, der Jonathan. Servus, grüezi und hallo. Und zum anderen ist es die Yassi. Oh ja, hallo. Was ich mit politisch korrekt meinte, ich wollte jetzt nicht Gladiatoren sagen, weil ich habe da so meine Probleme mit, weil man kennt mich. Und von daher würde ich sagen, steigen wir gleich mal ein. Ich erkläre nochmal ganz kurz die Regeln, weil es vielleicht Leute gibt, die das jetzt zum ersten Mal gucken. Und wie gesagt, die Regeln sind ganz einfach. Es gibt drei Fragen. Wir machen ein Best of Three. Jede Frage wird so ungefähr 10 Minuten gehen. Und die beiden schmeißen sich Argumente am Kopf. Und ich sage am Ende, ey, du hast den Punkt oder du hast den Punkt. Je nachdem, wer besser argumentiert hat, wer mit mehr Energie, sage ich mal, also Passion da argumentiert hat. Und so weiter und so weiter. Und diese Punkte spiele ich alle mit rein und dann gibt es den Punkt. Den Punkt gibt es nicht dafür, dass jemand die bessere Meinung hat oder schlechtere Meinung. Meine Meinung ist völlig egal. Ich basiere meine Punktevergabe nur darauf, wer besser und wertiger argumentiert. Und von daher kommen wir doch mal zu unseren drei Fragen, oder? Genau, ja. Natürlich. Und die erste Frage ist auf jeden Fall schon mal super. Pitch doch mal den besten Untergang der Authority. Also mit Pitchen, nur um das kurz zu sagen, ein Pitch ist eine Zusammenfassung einer Story. Also wenn ich ein Buch zusammenfasse, dann ist es wie eine Inhaltsangabe. Von daher ist die Aufgabe der beiden, die bessere Story für den Untergang der Authority zu erzählen. Nur natürlich nicht jede Show, aber so im Groben. Und ich würde mal sagen, wir fangen Ladies first und deswegen fangen wir mit der Yassi an. Oh ja, also ich habe Seth Rollins gegen Triple H und ich habe mir das Ganze so vorgestellt, dass man ja schon diese schon ein bisschen diese Ansetzung hatte, dass halt die Authority so sagt, ja, Seth Rollins, der kann ja nichts ohne die Authority und ist eigentlich überhaupt nichts und dass man das halt noch ein bisschen weiter fortführt in der Zukunft und halt so weit fortführt, dass die Authority Seth Rollins dann im Endeffekt auch um den Titel bringt und es dann halt wie so ein bisschen eine Fehde gibt und Seth Rollins dann eben im Endeffekt irgendwie gegen Triple H antritt und das Ganze halt auch um die Authority geht und damit dann so der Untergang einläuft sozusagen. Ja, erstmal kann jetzt Jonathan sagen, was er hat. Okay, bevor wir in die Diskussion starten. Ich habe mir ausgesucht, dass die Authority, was sie auch am besten kann, die ganze Zeit Segler unterdrückt. Ich habe mir das auch vorgestellt so mit dem Match. Seth Rollins ist aber kein Teil der Authority, oder? Ach so, nee. Okay. Nee, aber sorry. Dass das ja. Match Triple H und Seth Rollins stattfindet, aber es nicht unbedingt um die Authority-Power geht. Sondern dass es da halt ein generelles Match ist, dass sich Seth Rollins da absetzt, die Authority dann weiter die ganzen Leute im Roster unterdrückt, zum Beispiel auch Dolph Ziggler. Dolph Ziggler sagt, jetzt ist Schluss, ich habe keinen Bock mehr, ich stelle mich jetzt dagegen, wird aber von den anderen im Roster ziemlich alleine gelassen. Beim Royal Rumble gibt es dann ein Segment zwischen Ziggler, The Rock, Sting und Triple H und Sting und The Rock verhelfen halt so ein bisschen Ziggler und sind diese Legenden, die dann für ihn da sind, weil keiner aus dem Roster den Mumm hatte, da für ihn mit einzustehen. Ziggler will ein Match gegen Triple H bei WrestleMania. Triple H will ablehnen, aber Sting und The Rock erpressen ihn quasi mit einer Unterschrift. Dann baut man da eben so die Fehde mit den Segmenten auf. Und bei dem WrestleMania-Match kann man das zum Beispiel dann noch so overbooken. Also ich bräuchte nicht mal das Overbooking da zwischen den beiden. Aber ich meine, Ziggler gegen Triple H wäre sowieso ein geiles Match. Aber dass man das dann irgendwie auch overbooken kann, zum Beispiel mit Sting und Rock, die ja sowieso beide auftauchen werden, gegen Lana und Steph und so weiter, weil Lana hängt ja die ganze Zeit mit Ziggler rum, Stephanie McMahon,
mit Triple H logischerweise und dann könnte man Lana damit aufbauen. Ziggler wäre komplett over. Das Match kann richtig geil werden, weil es ein Dream-Match von mir ist. Und Ziggler wäre over, könnte endlich in den Main Event gepusht werden. Ist zwar eine Traumvorstellung, aber es geht ja darum, wie ich das machen würde. Und von daher, so würde ich das machen. Ziggler agiert hier für mich persönlich auch als so ein Platzhalter. Also ich brauche jetzt nicht unbedingt Ziggler da. Ziggler wäre zwar für dieses Traummatch Triple H gegen Ziggler richtig geil, aber das könnten zum Beispiel auch so Leute wie Cesaro sein. Da hätte ich auch nichts dagegen, dass man einfach einen Mid-Kader oder Undercarder in den Main Event pusht mit einer richtig geilen Story und währenddessen die Authority drauf geht. Das wäre so mein Szenario. Genau. Was ich noch, jetzt haben wir die beiden Ideen gehört. Gleich werden sie noch sich gegenseitig versuchen zu zerstören. Was ich noch für eine Frage hatte, ich weiß nicht, ob Jassi, ob du es gesagt hattest, in welchem Zeitraum so würde sich das abspielen? Das ist nochmal eine Frage an euch beide. Ich weiß nicht, ob ihr es gesagt habt. Also so, sagt mal so, diese Story des Untergangs, wie lange soll die sich ziehen? Nur, dass ich eine Vorstellung davon habe, weil Ja, das. also ich würde das jetzt noch nicht, vielleicht noch nicht jetzt ansetzen, aber dann schon auf WrestleMania hin, weil ich meine, so ein Untergang von der Authority müsste dann schon was Großes sein, wenn man es eben bis jetzt noch nicht gemacht hat. Und wie ist es bei dir, Jonathan? Bei mir geht's eigentlich so ziemlich beim Royal Rumble an. Also Ziggler wird halt unterdrückt von der Authority ab Survivor Series, was weiß ich, halt Ende diesen Jahres. Und beim Royal Rumble gibt's dann das Segment hier Ziggler, Rock und Sting und Triple H. Und ab da kommt dann halt die Fehde in Fahrt bis WrestleMania, dass man halt dann Long-Term Booking reinbringt. Okay, dann würde ich sagen, wir fangen an. Ich frage erstmal die Frage. Yassi, was findest du oder wieso würdest du sagen, ist dein Pitch besser oder was ist an deiner Story besser als an Jonathans? Ganz einfach. Ich finde einfach, dass Seth Rollins so ein bisschen als Außenseiter unglaublich gut dargestellt werden könnte. Und da man jetzt endlich was echt aus ihm machen muss, weil er ja in den letzten Wochen doch schon so ein bisschen als Weichei dargestellt war. Und da ist es einfach nicht das Wahre. Er hat einfach unglaublich Talent und das muss jetzt einfach mal raus. Und Jonathan kann man auch eigentlich ziemlich entkräftigen, weil Dolph Ziggler eben diese Chance schon hatte. Er hatte eigentlich schon diese Chance, groß zu werden durch die Authority, aber man hat es einfach nicht genutzt. Und deswegen glaube ich, dass Dolph Ziggler da eben die falsche Wahl ist. Ziggler hatte seine Chance, aber ist nicht groß rausgekommen. Also Genau, Seth weil man diese Rollins, Chance nicht genutzt hat. ja, Ja. ne, ich fand schon, dass er die Chance genutzt hat. Also zumindest was jetzt die Leistung in den TV-Shows anbelangt, hat er ja immer super abgeliefert. Das Ding war halt, dass er sich unoptimal geäußert hat, aber Seth Rollins ist ja schon groß. Der war ja schon Champion. Der braucht das nicht mehr, finde ich. Der ist schon World Heavyweight Champion, ist zwar, sieht aus wie ein Pussy-Heel, aber das kannst du ja auch, du kannst das Triple H versus Rollins auch machen, ohne die Authority untergehen zu lassen. Erstens, wie willst du da Rollins turnen? Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz bei deinem Szenario, weil du bräuchtest Rollins dann als kompletten Face, der quasi die Authority dann außer Betrieb setzt oder einfach beendet. Und Natürlich, wenn du Seth Rollins jetzt eben mehr so gegen die Authority stellst, hast du ihn ja praktisch schon als Face, weil die Authority ja klar Heel ist. Und dadurch kannst du ihn dann schon in dieses Underdog-Gimmick ein bisschen reindrücken, würde ich jetzt mal sagen. Und das ist eben auch ein Face-Gimmick. aber du hast auch vorhin gesagt, zum Beispiel, dass Ziggler kein Außenseiter sein kann und Nein, das habe ich nicht gesagt. Rollins ein super Außenseiter wäre. Das stimmt zwar in gewisser Weise, aber Ziggler ist für mich ein viel krasserer Underdog als Rollins jetzt, weil man das einfach auch in den vergangenen Match-Stories gesehen hat, dass Rollins, also Rollins kann sicherlich auch in so einer Underdog-Story worken, das ist keine Frage. Aber Ziggler kann das einfach noch so viel besser, finde ich. Und das würde einfach dazu passen, wenn man dann Triple H dann auch noch die Legenden zum Beispiel in meinem Szenario mit reinbringen würde, würde man dann auch noch diese Aufmerksamkeit quasi auf Ziggler ziehen oder auf das jeweilige Talent. Es muss nicht unbedingt Ziggler sein, wie ich schon gesagt habe. Und du hast dann halt wirklich einen neuen Main-Eventer. Du ziehst durch Sting und durch The Rock quasi die Aufmerksamkeit von den auch Casual-Fans auf diesen neuen Topstar, den du vorhast aufzubauen. Und dadurch kannst du halt einfach dann auch bei dem Match zum Beispiel diese Aufmerksamkeit nutzen, um ihn nach oben zu pushen. Und dann hast du einfach einen Topstar. Und Rollins ist für mich schon sowas wie ein Topstar, ja? Also der braucht diesen Push nicht mehr. Rollins ist schon WWE World Heavyweight Champion.
Ziggler Ja, aber war es warum ist mal. er denn so Champion? Weißt du, das ist auch nicht wirklich so. Ich meine, er hat einen Cash-Inhalt gehabt, das war schon, aber ich glaube nicht, dass er an der Spitze schon angekommen ist. An der Spitze ist er noch lang nicht angekommen. Natürlich nicht, aber er ist halt einfach mal ein Champion jetzt. Der Aber man könnte Champion der einfach größten Besseres aus Company. ihm machen, weißt du? Man könnte einfach Besseres aus ihm machen. Ich meine, im Moment ist er einfach so ein bisschen der Pussy, Ja, aber aus Ziggler doch auch. Aus Ziggler kann man noch viel wie mehr du schon rausholen. gesagt hast, und man könnte es einfach viel besser verkaufen. Man könnte Face turn. Genau. Natürlich, aber das Problem ist halt bei Ziggler zum Beispiel, du hattest das schon. Dolph Ziggler hatte nach Survivor Series eigentlich schon die Chance, Ja, eben und was richtig hat man gut zu daraus werden, aber man hat gemacht? es einfach nicht genutzt. Also, Man hat man hat nichts auch nichts gemacht. Eben, draus man hat nichts gemacht. draus gemacht. Aber dieser Zug ist doch einfach, glaube ich, schon langsam abgefahren einfach. Weil du stellst ihn zwar stark dar, aber du machst nichts aus ihm. Um wieder zum Ausgangspunkt zurückzukehren, ich verstehe eure beiden Argumente, was sage ich mal, den Superstar, um den es gehen soll, angeht. Jetzt brauche ich noch mal, ich brauche noch mal zwei Sätze, was die ganze Story drumrum besser macht. Das waren jetzt viele Argumente um, wie gesagt, den Protagonisten der Story, aber ich will noch mal hören, was die Story im Gesamten besser macht. So einfach nur in zwei, drei Sätzen, Jonathan. Okay, bei mir sind die Legenden mit drin. Erstens, Sting und Rock passen perfekt dazu, könnten zum Beispiel da super funktionieren, um die Casual-Fans anzuziehen und so weiter. Das würde die Story auf jeden Fall interessanter machen und auch in gewisser Weise auf jeden Fall besser. Du könntest zum Beispiel auch Ziggler als diesen typischen Underdog einsetzen, der dann gegen die Authority geht, die ganze Zeit unterdrückt wird und so weiter. Das Ding ist halt bei Rollins, der ist schon oben. Ich weiß jetzt nicht, ob man den noch mal in eine Underdog-Rolle stecken will. Das wäre für mich sogar ein bisschen unrealistisch. Aber das sei jetzt mal dahingestellt. Was die Story dann an sich dann noch angeht, diese Legenden, die du drin hast, können einfach da super funktionieren. Die Segmente, du kannst auch super Sachen machen mit Ziggler, der ja ein super Mic-Worker ist mit Triple H, der dann komplett ausrastet, wie auch bei Daniel Bryan zum Beispiel vor WrestleMania. Da gab es ja was Ähnliches. Genauso oder in gewisser Weise ähnlich würde ich das aufbauen. Und man hat es ja gesehen, Daniel Bryan gegen die Authority war ja die Top-Storyline 2014 und so könnte das die Top-Storyline 2015 werden. Das finde ich Gut, an der Story so geil. natürlich, aber man muss ja sagen, dass beides sind ja Authority-Storylines. Von Ja, daher jetzt natürlich. nochmal wie sagt man, den Rede, gibt es nicht irgendwie so ein, ich erteile das Wort an Jassi, so sage ich es Ja, jetzt einfach genau. mal. Eben wenn Seth Rollins eben seinen Titel verlieren würde, wäre er ja auch nicht mehr ganz oben, muss man einfach dazu sagen. Und ich finde erstmal noch zu dem anderen, dass einfach diese ganzen Legenden-Dinge klar bei WrestleMania immer auftauchen und so, aber dass das halt doch ein bisschen ausgelutscht ist in der Szene. Und wenn man halt Seth Rollins einfach klar darauf aufbaut, dass er seinen Titel verliert und dass er halt auch so ein bisschen diese Selbstzweifel bekommt, aber sich trotzdem gegen die Authority alleine stellt einfach mal und zeigt, dass er auch alleine was machen kann. Ich glaube, dass man das schon definitiv gut aufbauen könnte, auch mit Matches gegen Authority-Member oder so und auch gegen, wo halt dann auch nicht unbedingt erfolgreich sind, wo man das halt das Match besser aufbaut und wo dann halt am Ende wirklich dieser Schlag von Seth Rollins kommt, dass er wirklich Triple H besiegt und dann eben wirklich oben ist und dann wieder weiter auf den Titel zuarbeiten kann, um den die Authority ihn ja gebracht hat. Und von dem her finde ich das dann doch ein besseres Szenario. Kann ich noch was dazu sagen? Oder? Ja, zwei Sätze erlaube ich dir noch. Okay, also ich verstehe halt diese ganze Logik nicht, dass du sagst, dass Seth Rollins an einem höheren Punkt ist als Dolph Ziggler, ist, denke ich mal, logisch. Und daher würde ich so eine große Storyline wie die Authority Story nutzen, um einen Ziggler aufzubauen, weil der einfach so viel Potenzial hat und das Ganze noch nicht wirklich ausgeschöpft wurde, weil aus dem sehe ich einfach, in dem sehe ich einen Topstar, während Rollins sowieso schon ein Topstar für mich zurzeit ist. Okay, Ja, sorry. das ist vielleicht so, aber Seth Rollins ist einfach neu und so. Und bei Dolph Ziggler hast du das irgendwie schon relativ verkackt, möchte ich mal sagen, indem du ihm eben nie diesen Spot gegeben hast. Und deswegen glaube ich, dass man da auch mal was Neues braucht. Ich meine, du hattest schon eine Fehde mit Dolph Ziggler und der Authority in dem Maß. Und deswegen glaube ich, dass das mit Seth Rollins doch gut funktionieren würde. Klar, ich Und verstehe deinen stopp, Ansatz mit jetzt Dolph muss ich Ziggler, mal aber. unterbrechen. Ich habe beide Argumentationen gehört und werde jetzt mal einen Punkt vergeben und erstmal sagen, wie ich das fand. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall nach dem.
den Anfangsstatements dachte ich, boah, oh, da muss ich Jonathan den Punkt geben. Aber schon nach der ersten Argumentation von Yassi, die ich sehr gut fand, und ich fand auch sehr berechtigt, dass sie sagte, naja, bei der Survivor Series hatte Sigler genau diese Storyline. Sigler hatte genau die Storyline, die du erwähnst, Jonathan, und man hat's halt verkackt, sozusagen. Also, Unrecht hat sie damit auf keinen Fall. Er war der, der die Authority sozusagen nach Hause geschickt hat, und trotzdem hat man es nicht geschafft, da eine gescheite Story draus zu machen. Aus anderer Sicht wäre es natürlich super, wenn man es schafft. Da gebe ich Jonathan auf jeden Fall recht. Seth Rollins wäre aber trotzdem eine gute Wahl, und ich muss Yassi in dem Punkt zustimmen, dass er noch nicht an der Spitze ist. Also das Argument fand ich schon sehr gut. Obwohl er Champion ist, ist er noch lange nicht an der Spitze, und sowas könnte ihn natürlich nochmal zu einem Topstar katapultieren. Aber wie gesagt, am Ende muss ich einen Punkt geben, und ich weiß immer noch nicht an wen. Und ja, das ist sehr, sehr hart und sehr, sehr schwer, finde ich. Auch wenn Jonathan mehr Argumente gesagt hat, fand ich die von Yassi, die hatte weniger, also du hattest weniger, aber die fand ich dafür ein bisschen besser und ausschlaggebender. Und ich weiß, in den Kommentaren, denke ich, werden viele mir widersprechen, glaube ich, aber ich gebe den ersten Punkt an Yassi. Ja, wobei ich ehrlich glaube, dass viele widersprechen werden, aber für mich Ja, muss ich verständlich. sagen, Ich möchte auch ganz kurz nochmal sagen, dass ich Dolph Ziggler echt auch das ja, gönnen würde, ich aber. meine, wenn man irgendwas das Beste sucht, ist ja nicht der andere der Meinung, dass es schlecht ist. Ich nehme immer das Beispiel, wenn beide sagen, wer ist der beste Wrestler, der eine sagt Undertaker und der andere sagt Stone Cold Steve Austin, ist ja klar, dass man nicht der Meinung ist, dass einer von beiden schlecht ist. Also von daher kommen wir am besten zur nächsten Frage. Und die wird sehr interessant, weil ja gerade The Rock ziemlich weit oben in Hollywood ist und Chris Jericho, ein begnadeter Musiker, ist einfach mal die Frage in den Raum gestellt, welcher Wrestler würde denn außerhalb der WWE Erfolg haben und mit was? Und da fangen wir diesmal bei Jonathan an. Genau, also außerhalb der WWE habe ich mir überlegt, wer könnte da Erfolg haben. Es war ja, wie du schon gesagt hast, vorgegeben, der darf noch keinen großen Erfolg haben. Und von daher habe ich mir überlegt, da müsstest du eigentlich so ein junges, relativ junges Talent noch nehmen, was erst frisch in die WWE reingekommen ist. Und von daher habe ich mich für Bray Wyatt entschieden. Bray Wyatt überzeugt so krass mit seinen Promos einfach. Der Typ hat Mic Skills over 9000. Der muss einfach mal in so einem Horrorfilm einfach mitspielen. Das passt perfekt. Das ist einfach ein Traum. Wenn ich mir das vorstelle, dass er dann irgendwie auch einen Film über die Wyatt Family zum Beispiel, das ist sowas, da würde ich auf jeden Fall Shut up and take my money sagen und in den Film ins Kino reingehen, weil das stelle ich mir einfach so geil vor, wie Bray Wyatt da diesen Psycho spielt, der absolut abgeht im Horrorfilm, kann extrem gut schauspielern. Stellt euch das einfach mal vor. Ich fände das so geil. Und von daher, der Typ ist am Mikrofon einfach geil. Im Ring ist er solide, sage ich mal, ist er auch auf keinen Fall schlecht. Aber das spielt ja zum Beispiel im Film keine Rolle. Und diese Hürde, die man da quasi noch im Wrestling hat, kann man dann im Film quasi überhaupt, hat man die überhaupt nicht und kann voll und ganz auf die Mic-Skills gehen. Von daher, ich fände das so geil, wenn man den in einem Horrorfilm mal sieht oder so, oder allgemein als Schauspieler. Ich finde, wenn der ein Mikrofon in der Hand hält oder wenn der irgendwas in dem Film sagt, der kann das unglaublich krass rüberbringen, ne? Ja, und dann kommen wir zu Yassi. Yassi, was hast du genommen? Also ich habe mir das, du sagst das schon so vorwurfsvoll. Ich habe das nach ein bisschen anderem Muster ausgewählt. Und zwar habe ich mir gedacht, wer jetzt auch vielleicht nicht den Riesenerfolg in der WWE hat, weil es gibt ja zum Beispiel Wrestler, die einfach nur fürs Wrestling Nee, nee, sozusagen darum geht's ja geboren auch sind. nicht. Ja, und dann habe ich mir auch gedacht, dass es eigentlich relativ gut passen würde, und zwar Fandango als Model. Da er ja jetzt als Wrestler auch nicht so unglaublich erfolgreich ist. Und ich mir ihn doch schon gut als Model vorstellen könnte. Genau, so jetzt kann Jonathan sagen, warum Bray Wyatt als Schauspieler besser ist. Ich glaube, da muss ich gar nicht viel mehr zu sagen. Also, ich finde Fandango in einem Film
guckt sich doch kein Mensch an, außer vielleicht irgendwelche Fangirls, die einen Tanzfilm sehen wollen. Bray Wyatt in einem Horrorfilm, da brauche ich gar nicht mehr argumentieren, ja, das ist einfach geiler. Stellt euch Bray Wyatt in einem Horrorfilm vor und die ganze Argumentation ist geschehen. Das ist das, was ich dazu sagen will. Ja, warum glaubst du, gut, jetzt kann Jesse ja darauf antworten. Ich weiß nicht, ob sie so darauf reagiert, wie ich denke. Von daher kannst du ja einfach mal darauf Bezug nehmen. Also jetzt will ich erstmal sagen, dass Fandango ja, man muss ihn ja nicht mit diesem Gimmick, mit diesem Tanzgimmick, das ist ja jetzt nur in der WWE und so, aber ich glaube schon, dass er auch diesen Blick, den er drauf hat, ist einfach so dieser typische Modelblick. Als ich den das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir so, oh mein Gott, das ist doch kein Wrestler und so. Und jetzt noch wegen Bray Wyatt als Schauspieler. Du sagst das schon ganz richtig, in Horrorfilmen wäre das vielleicht nicht unbedingt schlecht, aber ein Schauspieler an sich muss ja mehr können als nur zum Beispiel in einem Horrorfilm zu Aber was sein. kann Er denn muss ja Fandango? Facetten zeigen. Was kann denn Ja, Fandango? also Bray man muss Wyatt ja mit einem nicht viel Mikrofon? können. Bray Wyatt mit einem Mikrofon ist einfach Gold wert. Und ich kann mir den super vorstellen, wie er auch zum Beispiel in irgendeiner Serie mitspielt, als ganz normaler Charakter. Der kann in so viele Facetten schlüpfen. Natürlich ist es wegen seinem Bart ein bisschen komisch, wenn er dann irgendwie als Kellner durch die Gegend läuft oder so in irgendeinem Film. Was weiß ich. Aber da gibt es tausende Rollen, die der übernehmen kann. Ich kann mir den zum Beispiel auch als was weiß ich, da gibt es einfach so viele Rollen, die der auch übernehmen kann, außerhalb von einem Horrorfilm, finde ich. Er muss ja Also, nicht. da muss ich dir ein bisschen widersprechen, da ich finde, dass Bray Wyatt in dieser creepy, Mystik, was weiß ich was, schon ganz gut eingesetzt ist. Aber ich könnte mir ihn überhaupt nicht in irgendeiner Serie vorstellen, wie es zum Beispiel als Charlie Sheen-Ersatz in Two and a Half Men oder so. Also, das Nee, könnte ich mir zum Beispiel sowas gar ist ja nicht auch vorstellen. Comedy-mäßig, ja. Aber ich denke, in Ja, so aber ein einem Schauspieler Krimi. muss eben viele Facetten machen. Er Ja, muss was viele hat denn verschiedene, aber nicht Fandango? unbedingt. Stell dir Auch mal nicht Fandango in unbedingt einem nur diesen Horrorfilm so vor, Horror. Mann. Ja, du musst ja nicht Fandango in einem Horrorfilm vorstellen, du Ja, musst ihn ja aber. einfach als Model Also, vorstellen, nicht mit. Yassi, ein Schauspieler muss viele Facetten haben. Der muss auch einen Horrorfilm spielen können. Naja, aber Er muss in einem. Yassi, das muss man ja nochmal sehen. Yassi argumentiert ja für Model, nicht für Schauspieler. Also, dass Fandango ein Model wird, sozusagen. Ach, ein Und Model. genau. Und Ach nicht, so, ach dass so, er ja, jetzt verstehe ich. Schauspieler wird. Jetzt. Schauspiel ist jetzt Ach neu. so, Genau. ja, ne, also gut, dann würde ich Also bitte, wenn sagen. du diese Germany's Next Topmodel-Menschen da, also ich möchte jetzt nicht shooten oder so, aber die sind jetzt auch nicht so die Gab's Intelligentesten und dann. können auch nicht so Gab's viel. davon mal eine männliche Ausgabe? Ich glaube nicht, nee. Aber wenn, dann würde Fandango schon gewinnen. Nee, also, dann ist es. Ich glaube, Also. das würden richtig viele Frauen gucken, oder? Bin ich mir sehr sicher. Also ich würde das dann sogar doch angucken. Sage ich ja. Also marketingtechnisch wäre das super, weil Twilight zum Beispiel guckt ja auch nur jeder, um zu sehen, wie sich Edward sein Shirt auszieht. Und so. Also ich glaube, das ist eine Marktlücke. Einfach Germany's Next Topmodel mit Männern. Vielleicht gibt es das auch schon und ich habe keine Ahnung. Aber Vielleicht. macht ruhig weiter. Ich finde einfach, wenn du Bray Wyatt in Filmen einsetzt, kann er sein Micwork perfekt ausspielen. Und ich finde den besser als irgendein Model zum Beispiel, weil erstens Models interessieren mich nicht. Zweitens, wer interessiert sich denn für einen WWE-Wrestler, der aus der WWE raus ist, ein Model wird? Wer interessiert sich überhaupt für Models? Da gibt es bestimmt ein paar, aber der wird damit nie so einen großen Erfolg haben wie ein Schauspieler, der aus der WWE rausgeht. Man sieht es bei The Rock zum Beispiel, was der für Wellen schlägt. Das ist natürlich jetzt ein optimales Beispiel, Ja, weil. Hulk Hogan. Nee, aber Bray Wyatt ist von seinen Mic-Skills auf jeden Fall super. Hulk Hogan ist am Mikrofon, naja, und von daher ist er halt auch im Schauspieler-Business nicht unbedingt groß. Rausgekommen, aber so ein Bray Wyatt, Alter, ich stelle mir das so geil vor. Du sagst, wer interessiert sich für Models? Aber dann gehst du mal in irgendeinen Zeitschriftenladen und guckst dir die Cover an. Also da ist schon definitiv genug da. Und ich meine, einen schlechten Body hat er ja jetzt auch nicht. Außerdem muss es ja den Leuten von der WWE auch überhaupt nicht gefallen. Es muss ja anderen Leuten gefallen. Und ich meine, als Model musst du eigentlich gut aussehen, was er definitiv tut eigentlich, wenn er nicht immer mit seinen Tanz, ne, Hosen darum rennt und so. Einen guten Body hat er eh schon als Voraussetzung. Und ich könnte mir ihn schon gut auf so einem Man's Health oder wie diese Dinger da heißen, auf Ja, so einem auf dem Cover Laufsteg, vorstellen. Also ja. das könnte ich hervorragend vorstellen. Oder auf Playgirl.
Aber wiederum könnte ich mir Bray Wyatt eben nur, wie du gesagt hast, in einem Horrorfilm eventuell vorstellen oder in einem Krimi, aber da ist eben nicht so viel Spielraum. Du kannst nicht so viel mit ihm machen als Hey, Schauspieler. natürlich, du Das, kannst. was du machen kannst, ist natürlich stark irgendwie in Horrorfilmen oder so, aber das beschränkt sich doch relativ. Allein wenn du, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, was meiner Meinung nach überhaupt nicht stimmt, aber wenn wir davon ausgehen, Bray Wyatt kann man nur in Horrorfilmen einsetzen, hat er trotzdem eine breitere Sparte an Leuten, die sich für ihn interessieren werden, wie Fandango als Model, wenn er irgendwo in einem Laufsteg rauf und runter läuft oder wenn er für irgendwelche Zeitschriftenmagazine postet. Ich würde mal jetzt ganz stark davon ausgehen, dass niemand aus den Zuhörern hier gerade sich für Fandango außerhalb der WWE als Model interessieren würde. Und von daher, ich weiß halt nicht, ob. Du musst ja mal die Zielgruppe der WWE angucken. Die ist breit gefächert, aber es gibt halt mehr so Leute, die dann auch sich an einem Entertainment-Produkt interessieren, als an tollen Körpern, ja. Und von daher denke ich, dass die auch viel mehr Filme dann ansehen werden, als eine Fandango, der auf dem Laufsteg rauf und runter läuft. Ja, aber es geht ja im Endeffekt darum, wer Erfolg außerhalb der WWE hätte, abgesehen davon, ob das den Menschen in der WWE oder dem WWE-Universe gefällt oder nicht. Und ich glaube schon, dass er muss ja auch nicht nur auf Laufstegen laufen oder so, was natürlich auch immer ganz gut ist. Jetzt vor kurzem war erst hier diese Fashion Week in Paris und so. Aber du kannst so viel auch mit ihm machen als Model. Du kannst ihn, wie gesagt, als, keine Ahnung, als Badehosenmodel machen. Du kannst ihn auf so ein Cover draufschieben. Du kannst ihn auch auf Laufstegen eventuell laufen lassen. Da kannst du schon viel mit ihm machen. Ja, aber Abgesehen so, ich davon, muss ob jetzt einen sich das Cut die Leute machen und die interessiert. Punktevergabe machen, weil ich schon weiß, wer den Punkt bekommt. Und dieses Mal ist es mir ein bisschen leichter gefallen, weil es auch einfach eine schwere Ausgangslage war für Yassi. Weil dafür zu argumentieren, dafür, dass du etwas genommen hast, was wirklich schwer zu verteidigen ist, sag ich mal, war es noch relativ, hast du dich sehr, sehr gut geschlagen. Zum Beispiel das Argument mit Charlie Sheen und Two and a Half Men war nicht schlecht, weil Charlie Sheen ja tatsächlich auch Horrorfilme gemacht hat. Oder Horrorfilme, Dramen, Comedy und alles Mögliche eigentlich. Von daher fand ich die Argumentation schon nicht schlecht. Am Ende hat Jonathan halt hundertprozentig recht, wenn er sagt, dass sich niemand für Models interessiert. Ich kenne kein einziges Model, also Na, aber es geht ja eigentlich keins. nicht um deine Meinung, ne, Nee, Jonas? nee, ich sage ja nicht um meine Meinung, aber ich sage mal, ich bin mir auch sicher, wenn ich auf die Straße gehe und 20 Leute frage, wer ist das berühmteste Model und wer ist der berühmteste Schauspieler oder ich sage mal so, ein B-Schauspieler ist immer noch bekannter als ein A-Plus-Model. Deswegen hat ein Schauspieler einfach mehr Erfolg generell. Und von daher muss ich den Punkt schon an Jonathan verteilen, weil er damit schon ziemlich recht hatte. Obwohl du natürlich recht hast, dass Fandango da drin richtig erfolgreich wäre. Aber ich sag mal so, wenn beide in ihrer Sache erfolgreich wären, wäre Bray Wyatt natürlich der, der mehr Erfolg am Ende hätte. Ja, wie gesagt, im Filmbusiness. Aber es ist halt auch wirklich schwer zu argumentieren, wie du schon gesagt hast. Eben, das war halt mit dem Punkt, aber hättest du es geschafft, das zu gewinnen, hätte ich dir wahrscheinlich sogar 2 Punkte zu gewinnen, weil gegen Bray Wyatt als Schauspieler, Fandango als Model zu argumentieren, ist echt nie keine leichte Ja, Aufgabe, jetzt sag ich musst du aber mal. noch eins verraten. Wie bist du auf Fandango als Model gekommen? Ich weiß es nicht. Nein, keine Ahnung. Ich habe mal so das Roster durchgeguckt und man muss ja schon ganz ehrlich sagen, du kannst dir schwer irgendwelche Leute in irgendwelchen anderen Jobs vorstellen und ich würde Darf jetzt ich auch nicht sagen, ich hätte einen unbedingt Instant Win gehabt, mit dem Schauspieler genommen. ich hätte Paige als Pornostar. So. Und dann hätte ich den Punkt bekommen. Ja, aber weißt du, da kann ich jetzt auch ein bisschen schwer vielleicht argumentieren. Das stimmt, aber da muss man auch nicht mehr viel argumentieren. Ich meine, das ist Paige als Pornostar. Ich meine, was soll man da jetzt noch zu argumentieren? Das ist Nein, ich einfach bin nett so und klein ein, und das ist einfach ein Instant Win. Also von daher, John Cena als Marine-Captain. und ich muss Genau, ja auf ganz jeden ehrlich Fall. zugeben, ich wollte da auch schon ein paar Lacher mit reinbringen. Das ist mir, glaube ich, klar, Oh oder? shit. Ja, das ist auf jeden Fall gelungen. Ich habe ja schon die Frage, weil ich es ja wusste, mit einem gewissen Grinsen gestellt.
Aber auf jeden Fall eine interessante Debatte. Und jetzt kommen wir zur entscheidenden Frage, die sich ja auch wieder um aktuelle Themen dreht. Denn Brock Lesnar ist ja wieder da. Und da fragt man sich doch, was war denn das beste Brock Lesnar-Match aller Zeiten? Also in der WWE. Und da fragen wir doch mal wieder die Yassi als erstes. Ja, also ich habe mir erstmal viele Gedanken darüber gemacht und habe halt so ein bisschen auch nach den Stichpunkten entschieden, was für mich ein gutes Wrestling-Match ausmacht. Und das ist eben dieses besondere Feeling und das Momentum und alles. Und deswegen habe ich Brock Lesnar gegen The Rock beim SummerSlam, ich glaube 2002, gewählt. Da das auch, vielleicht, wenn ihr das nicht wisst, Brock Lesnars erster Titelgewinn war. Also WWE-Titelgewinn. Du meinst jetzt die Und Zuschauer, du meinst jetzt nicht uns, oder? ja, genau. Okay. Ihr wisst es ja auch schon vorher. Und ja, da werde ich auch gleich noch mehr drauf eingehen. Genau, und dann kann ja Jonathan erstmal sagen, welches Match er hat. Ich habe Lesnar versus Kurt Angle beim WrestleMania 19 genommen, tatsächlich. Ich fand das einfach, es war für mich persönlich das beste Brock Lesnar-Match aller Zeiten, damals noch in perfekter Form, aber mehr Argumente dann gleich später. Ich will jetzt gar nicht so viel vorweggreifen. Ja, dann fang doch mal an. Jesse kann ja anfangen, was denn an Rock versus Lesnar so grandios war. Genau. Also ich habe mir das Match rausgesucht, vor allem auch, da es einfach so war, dass Brock Lesnar einfach nach diesem Match oder auch The Rock einfach aus Brock Lesnar in diesem Match einfach ein Superstar. Also er wurde einfach durch dieses Match sozusagen zu einem Superstar. Er hat einfach super gesellt für Brock Lesnar und deswegen glaube ich, dass es echt das beste Match war. Es war vielleicht nicht unbedingt lang, das muss man auch noch dazu sagen, aber es war halt schon, es hatte viel Momentum, es hatte viele geile Spots auch und Brock Lesnar wurde am Anfang eben schon sehr stark dargestellt, aber The Rock kam eben auch zurück und es gab auch gegen Ende hin viele Dinge, die da sehr gut waren. Man muss auch noch dazu sagen, dass Paul Heyman hier auch in diesem Match wirklich eine grandiose Aufgabe als Manager gemacht hat, da er doch Brock Lesnar mehrere Male geholfen hat. Okay. Ja. Vielleicht erstmal zur Geschichte in diesem Match. Es war ja bei Kurt Angle gegen Lesnar war es ja so, Lesnar war vorher durch dieses Match beim SummerSlam in gewisser Weise im Aufbau, hat dann den Royal Rumble 2003 gewonnen. Wenn er da schon Topstar gewesen wäre, hätte er nicht den Rumble gewonnen, meiner Meinung nach. Also natürlich, er war durch dieses Match von Rock und Lesnar schon gestärkt. Aber keinesfalls irgendwie schon Topstar, bloß weil er den Titel gewonnen hat. Andererseits wäre ja dann Seth Rollins ein Star, weil er nur den Titel jetzt hält, weil er den gegen Brock Lesnar So und meine ich Reigns das gar gewonnen hat. nicht, aber ich sage das dann später gleich noch. Und von daher, Lesnar hat den Royal Rumble gewonnen, hat dann den Main Event gegen Angle bekommen bei WrestleMania. Da muss man schon mal anmerken, es war nicht irgendwie The Rock gegen Austin im Main Event, das, was bei WrestleMania 17 gemain-evented hat. Nein, man hat in Brock Lesnar vertraut, man hat ihm gegen Angle das Main Event Match gegeben und er haut's einfach raus, ja. Das Match war für mich das beste Brock Lesnar Match aller Zeiten und das wird's wahrscheinlich auch bleiben, das wird nicht mehr getoppt werden. Egal wie lange der da noch wrestelt, das war unglaublich stark. Rock gegen Austin war gegen das Match echt ein Mid-Card-Match. Auch zum Beispiel Triple H gegen Booker T, das da auch kam, wurde nicht der Main Event, sondern Lesnar gegen Angle, was einfach so geil war für dieses Match allein schon. Anfangs gab es dann im Match drin Ground Wrestling, ziemlich ausgeglichen. Dann gibt es diese Kombination von Clotheslines und Shoulder Blocks, Suplessen von Angle in allen Variationen, die man ja jetzt von Lesnar kennt, in allen Variationen, diese German Suplexes und so weiter, wie er da alles raushaut. Lesnar schafft es dann wieder die Oberhand zu bekommen
und zeigt dann seine Shooting Star Press, die zwar gebotcht war, da könnte man sagen, okay, das trägt jetzt nicht zum Match bei. Das Ding ist aber, dieser Spot, den sieht man alle 2 Wochen mal wieder im WWE-TV, weil das einfach so ein brutaler Move war. Und ich fand, das hat auch zum Match beigetragen, weil so ein Brock Lesnar, allein, dass er schon zeigt, dass er da eine Shooting Star Press runterhaut, das ist ja schon beachtlich. Und dass sie dann nicht sauber durchgeht, ist, denke ich mal, sogar zum Match vielleicht noch beitragend, weil das zur Match-Story passt. Dann F5t Lesnar Kurt Angle, holt sich den Sieg, war auch vielleicht allein die Fehde schon zwischen den beiden, war vielleicht die beste Fehde der Ruthless Aggression-Ära. Da würde ich mich jetzt mit Jonas streiten, das weiß ich, aber zum Glück geht es ja nicht um seine Meinung. Nee, aber die Ruthless Aggression, Alter, ich krieg's heute nicht mehr auf die Reihe. Ja. Wieso? Welche Meinung habe ich, war die beste Fehde? Oder von welcher Fehde denkst du, dass ich Rock sie am gegen besten? Austin vielleicht? Ja, gut, das ist ja Attitude Error. Also Ah, okay. die Fehde gehe ich in die Attitude Error. Also, dass es die beste Fehde war, da gebe ich dir schon recht, aber darum geht es ja auch nicht. So, Okay. Leute, jetzt erstmal, also Jonathan komplett in seinem Element, verredet sich sogar schon wieder am Ende. Und mit Superstar meine ich so erstmal nicht einfach, dass er nicht oben angekommen ist, nicht ganz oben angekommen ist, aber einfach, man wusste dann wirklich auch, wer er war und dass er Naja, einfach also gut ist und so. du hast Und gesagt, Rock hat aus ihm bei dem Match einen Topstar gemacht. einen Superstar gemacht. Also einen wirklichen Superstar, einer, der Ja, fest ins okay. Roster gehört und so. Weißt du, Gut, wie ich ich meine, meine? Adam Rose wird auch Topstar. als Superstar bezeichnet, ne? Ja, klar, aber du weißt, was ich meine, glaube ich. Und Ja. dass es einfach so ist, dass er noch nicht ganz oben angekommen ist, aber das ist einfach so, wie zum Beispiel auch der Titelgewinn von Rey Mysterio, der hat ihn dann schon damals ganz schön hochgepusht, auch wenn er nicht an der Spitze war, aber er hat ihn deutlich hochgepusht. Und die Match-Story auch, am Anfang wurde Brock Lesnar richtig stark dargestellt und man, ich glaube schon, dass man sich eben gedacht hat, oh mein Gott, was geht jetzt mit The Rock, wird der jetzt einfach so untergehen oder so? Und dann kommt Rock tatsächlich zurück und Paul Heyman muss mehrere Male auch eingreifen, was er aber auch richtig gut macht und Brock Lesnar geht auch richtig gut darauf ein, lenkt eben den Referee ab und mehrere Male. Dann erkennt Rock wohl, dass er halt auch Paul Heyman erstmal noch aus dem Weg schaffen muss, da er halt sozusagen zwei Gegner hat und gibt ihm auch einen Rock-Button durch den Announcement-Table. Und das ist doch ganz schön, dass Paul Heyman diesen Move eingesteckt hat. Größten Respekt auf jeden Fall. Und dann geht es eben zurück ins Match und tatsächlich gibt Brock Lesnar The Rock einen Rock-Button, Rock-Button-Button. Ich kann wieder nicht reden, jetzt fängt es mir auch schon an. Und das finde ich auch richtig stark einfach. Und man denkt sich dann auch schon wieder, oh mein Gott, was ist jetzt passiert? Dann gibt es eben noch einen Rock Bottom von Rock persönlich. Und am Ende wird sich mehrmals noch die Finisher ausgekontert und von Brock Lesnar kommt endgültig durch und gibt einen F5 und das Match ist vorbei. Und du hast hier Das ist schon, einfach. ja, Ja, doch, Rede. du hast hier schon ziemlich viele Probleme auch aus dem Match schon angesprochen, die ich zum Beispiel mit dem Match hatte. Ich fand das Match, muss ich hier wirklich auch mal am Anfang sagen, wir finden natürlich beide die anderen Matches nicht scheiße, bloß weil wir jetzt dagegen argumentieren. Aber ich finde einfach Ja. Angle gegen Lesnar war deswegen so viel geiler, weil es einfach ein pures Wrestling-Match war, ja. Das, was wir alle sehen wollen, es war pures Wrestling. Du hattest eine ultra krasse Match-Story, die fand ich noch geiler war als die bei Rock gegen Brock. Denn der Name dieses Matches, Rock gegen Brock, reimt sich zwar und kommt gut an, aber erstens, es gab für mich persönlich zu viele Eingriffe von Heyman in das Match. Natürlich, so ein Manager muss schon auch mal eingreifen, aber da muss man es nicht so übertreiben, wie man das hier gemacht hat, fand ich. Also es hat zur Story gepasst, aber nicht so übertrieben, bitte. Das hat Eben, wie du mich schon im Match sagst, es hat gestört. zur Story gepasst und was halt auch für mich ein bisschen negativer, also ich fand auch, wie gesagt, das Engel-Match ganz klar, ich rede schon wieder richtig komisch, egal, richtig gut. Und was aber mich ein bisschen gestört hat, zum Beispiel, ich bin auch jemand, der Action liebt einfach und bei The Rock gegen Brock Lesnar ging es halt sofort los, es war sofort Action und alles, es war alles eigentlich da und bei Kurt Angle gegen Brock Lesnar war es eben so, dass es am Anfang doch ein bisschen zäh war, möchte ich jetzt nicht sagen, aber es war halt viel Mattenwrestling, was halt auch bei den zwei Superstars, denke ich, klar ist. Aber es ist halt doch am Anfang ein bisschen zäh gewesen und bei dem anderen ging es halt sofort
Und in Action über. das finde ich, dieses Mat-Wrestling am Anfang, das hat einfach so geil zu dieser Match-Story gepasst, weil Lesnar war so ein Biest, Angle war einer der besten technischen Wrestler damals, wenn nicht der beste. Und dann haben die sich da auf der Matte so krass ausgekontert und man hat quasi bei diesem Ground Wrestling und Chain Wrestling am Anfang gemerkt, dass Brock Lesnar nicht so ein Biest ist wie Goldberg, was einfach nur draufhauen kann, sondern dass er auch Chain Wrestling beherrscht. Das fand ich da so geil, das hat zur Story gepasst. Dann finde ich zum Beispiel auch noch, dass das Match vom SummerSlam, ich will jetzt nicht sagen, dass es zwischendurch langweilig war, aber so von Phase Minute 7 bis Minute 10 fand ich es nicht so ansprechend, weil es halt nur durch die Crowd da getragen wurde, aber an sich fand ich da, was im Ring passiert ist, nicht so geil. Die Crowd ist ja auch ein Punkt. Beim SummerSlam 2002 hattest du eine schlechtere Crowd, wie ich fand, als bei WrestleMania 19. Die WrestleMania 19er Crowd, die war einfach der pure Hammer, fand ich zumindest. Und von daher, ich finde auch Brock gegen Rock hätte zum Beispiel mehr Zeit gebraucht als SummerSlam Main Event. Das finde ich einfach gar nicht, weil ich finde, du hättest ihm nicht mehr Zeit geben sollen, weil ich fand diese Zeit einfach perfekt, weil es einfach schon Action gepackt war. Und ich kann das auch nicht nachvollziehen, warum du sagst, dass es zwischendurch langweilig war, weil ich es zwischendurch gar nicht langweilig fand. Ich fand schon, dass es gute Action war. Vielleicht kann man die Crowd ein bisschen dafür verantwortlich machen, dass es vielleicht ganz war. Aber es ist einfach so, dass es sich bei dem anderen Match von dir einfach ein bisschen zieht. Es ist einfach so, am Anfang Martin Wrestling, das ist auch, was du schon Ja, aber gesagt das hat hast, ja zur das fand ich Story jetzt auch gepasst. Das war ja das negativer Geile. Punkt. Ja, aber danach kam dann noch ewig dass Kurt Angle noch ewig den Rücken bearbeitet hat und was weiß ich nicht alles. Und das fand ich halt doch schon so ein bisschen in die Länge gezogen, was ein bisschen unnötig war. Vielleicht war es auch immer mit den Kontern dazwischen, die waren ganz gut, aber einfach dann auch noch diesen Botch auf den Botch zu sprechen gekommen, einfach, was du jetzt vielleicht nicht als negativen Punkt ansiehst, aber ich finde, dass schon ein negativer Punkt ist, weil es einfach ein bisschen unnötig war. Also es war einfach so, dass Alter, ich da war und der denkt sich, wenn was? Lesnar Und eine dann, Shooting Star Press raushaut, Alter. ja, wenn sie durchgekommen wäre, wäre das ja auch kein Problem gewesen, aber es hätte einfach niemand erwartet und von dem her hätte es auch nicht sein müssen eigentlich, weißt du, so nach dem Motto? Weil es hätte niemand von ihm erwartet und deswegen hat er es auch nicht bringen müssen. Und im Endeffekt hat es ihm ja nichts gebracht, weil es einfach, weil er einfach daneben geflogen ist. Die kommen da dran, wollen uns Ja, auch ein bisschen retten. natürlich Ja, er ist ist aus das dem Weg so. gerollt und so. Aber es hat ihm einfach nichts gebracht. Natürlich, im Match hat sie ihm nichts gebracht, ja. Aber das ist ja die typische Mark-Argumentation. Oh, es hat ihm nichts gebracht, weil er nicht auf ihm gelandet ist. Aber es war halt einfach so ein Oh-my-God-Moment, den man jetzt Ja, heute aber noch es war auch sieht. nicht nötig Welchen einfach, weil Spot es hätte siehst du denn, niemand von ihm. welchen Spot, der so OMG-artig war, siehst du denn von Rock gegen Brock noch heutzutage alle 2 Wochen im TV? Also da gab es ja keinen. Ja, aber das wäre auch einfach nicht nötig gewesen. Es hat ja niemand von ihm erwartet, dass er eine Shooting Star Press durchführt. Es hätte niemand von ihm erwartet, von dem hätte es nicht machen müssen. Es wäre auch gut gegangen, wenn man einfach nur die Konter gehabt hätte. Und dann eben am Ende dieser F5 durchgekommen wäre. Ich meine, Kurt Angle ist ja vorher schon mal aus einem F5 rausgekommen. Das ist ja gar kein Problem. Es wäre einfach nicht nötig gewesen. Okay, die Diskussion ist total sinnlos. Ich gehe mal auf einen Punkt ein, wo ich gerade war. Ja, aber ich muss schon, bitte kürzt euch. Ich lasse jetzt jeden noch einmal eine Sache ansprechen und dann komme ich zur Punktevergabe. Okay, darf ich noch meine ganzen Argumente raushauen, die ich noch habe? Ich mach's auch kurz. Ungefähr 30 Sekunden gebe ich, dann sage ich gebe jedem von euch 30 Sekunden. Also fang an. Okay, also ich fand erstens, das Match ging zu kurz für meine Verhältnisse. Ich finde, so ein 16 Minuten ging das ja, Brock gegen Rock, war für mich kein Match, was irgendwie krass für ein Main Event steht, also zumindest von der Matchzeit her nicht. Dann gab es einen Finisher Overkill, du hast halt einfach die ganze Zeit Rock Bottoms rausgehaut, damit den Move Rock Bottom auch total geschädigt und es war halt auch im Gesamten keine so geile Crowd und kein so großes Event wie WrestleMania. Und so ein WrestleMania-Match ist was Besonderes, besondereres als ein SummerSlam Main Event, der nur Stopp. 16 Minuten geht. Genau, also ich habe dir jetzt noch den Satz gegeben. Jetzt kann Yassi noch mal 30 Sekunden alles auf den Ja, du Punkt bringen. kommst halt mit dem WrestleMania-Dings jetzt noch mit der WrestleMania-Argumentation, aber das ist halt gar nicht so, weil es trotzdem unglaublich viel bedeutet hat, dieses Match, und es unglaubliches Momentum hatte. Es hatte eine gute Match-Story einfach. Es war klar, Paul Heyman hat einfach seine Rolle als Manager gut gespielt und es hat einfach
Brock Lesnar unglaublich viel gebracht, dieses Match und dieser Titelgewinn. Das ist, auch wenn das vielleicht nicht so in die Länge gezogen war, eben dafür hatte man trotzdem diese Zeit, die es gekriegt, die es bekommen hatte, hat es einfach unglaublich viel Action. Und das muss man auch berücksichtigen, weil es einfach unglaublich geil war. Und diese Rock Bottoms waren auch einfach, ich glaube auch nicht, dass jemand erwartet hat, dass einfach Brock Lesnar gegen The Rock einen Rock Bottom zeigt. Ich glaube nicht, dass das jemand erwartet hätte. Ja. Schon, Jonas kommt gleich. Nein. Nee, weil ich habe ja Jonathan auch aussprechen lassen, die 5 bis 10 Sekunden, von daher habe ich sie dir auch gegeben. Ich habe ein bisschen schnell geredet. Und ja, jetzt komme ich zur Punktevergabe. Erstmal, meiner Meinung nach war das Match Lesnar gegen Rock besser. Ich weiß, Malte wird mir jetzt sagen, boah, Jonas, wie kannst du nur? Aber ich bin ja bekennender Rock-Fan und Malte ist bekennender Angle-Fan. Wo ihr beide natürlich das Problem hattet, ist einfach, es sind halt diese unterschiedlichen Stile. So mit Angle hat er halt diesen typisch technischen Angle-Stil gefahren und mit Rock hat er halt diesen Action-Stil gefahren. Jetzt mal ganz davon abgesehen, ob es besser oder schlechter ist. Wo ich Jonathan in gewisser Weise zustimmen muss, zum Beispiel ist die Matchzeit, es hätte zum Beispiel länger sein können, wo ich Yassi recht geben muss, ist das zumindest zum Teil ist das mit der Shooting Star Press, weil die siehst du ja nie im guten Zusammenhang im WWE-TV, sondern die siehst du immer nur bei, keine Ahnung, irgendwo die besten Botches oder die OMG-Momente oder so. Natürlich war es ein OMG-Moment, aber der wäre es auch gewesen, wenn er getroffen hätte. Ja, es war halt erstmal ein Botch. Das muss man halt auch so sagen. Auch wenn er danach bekannt wurde, aber es war trotzdem Botch. Und ja, insgesamt fand ich die Diskussion auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Wie gesagt, meine Meinung ist eher, dass das Rock-Match besser war, aber danach geht's ja auch nicht. Von den Argumenten her fand ich, oder vom Punkt her, wer den Punkt bekommt, kriegt Jonathan den Punkt. Weil ich am Ende fand, da hat er sehr gut argumentiert mit der Laufzeit und dass das technische Wrestling, dass die Match-Story schon besser war in dem Match und so. Das fand ich auch wenn Yassi recht hat, dass in dem Match mehr Action war, aber die Geschichte war in dem anderen besser und so. Es war sehr, sehr knapp, muss ich sagen. Und trotzdem, wie gesagt, ist mir Rock gegen Austin lieber. Auch wenn der Punkt in Jonathan geht. Genau, ich hoffe, ihr schlagt euch jetzt die Köpfe ein und hasst euch aber jetzt. Natürlich. Das ist das Ziel dieser Debattenrunde, denke ich. Oder mir für die blöde Punktevergabe natürlich auch. Ey, Jonathan, lass zu Jonas gehen und ihn schlagen, oder? Genau, ja. Hey, wir hängen den Kopf über an die Decke und machen aus ihm einen Boxsack. Einen rothaarigen Boxsack. Oh ja. Ja, das können wir mal probieren. Mal sehen, wie weit du kommst. Und nee, war auf jeden Fall sehr lustig. Jonathan auf jeden Fall jetzt in der nächsten Runde. Wird es ja auf jeden Fall nochmal geben, sowas. Von daher, oder immer mal zwischendurch. Entschuldigung, vielleicht hat auch mal ein User, der oder ein Hörer, der sagt, ah, da will ich unbedingt dabei sein und dann macht man mal das mal zu dritt oder irgendwie anders. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wird auf jeden Fall nicht das letzte Mal sein, dass Yassi jetzt bei so einem Format dabei war oder ich so ein Format geleitet habe oder Jonathan das letzte Mal dabei war, sowieso nicht. Und wir gucken einfach mal, wie es am Ende ausgeht. Auf jeden Fall sehr, sehr schön, sehr, sehr schöne Ausgabe, finde ich. Schön argumentiert. Und ich denke, dabei belassen wir es und sprechen uns dann im Halbfinale. Genau. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich finde das Format an sich ist eine super Idee. Respekt an Yassi. Also, dass ich mich nochmal so krass wegen deinen Argumenten aufrege, hätte ich nicht gedacht. Aber das war auch eine super Leistung von dir auf jeden Fall. Und hat auf jeden Fall gebockt. Ja, also mir hat es auch auf jeden Fall Spaß gemacht. Und es war mir klar, dass du bei dem Brock Lesnar-Match natürlich echt starke Argumente bringen wirst. Auch da du ja bekennender Brock Lesnar-Fan bist. Und ich habe mir da schon versucht, so ein bisschen die Argumente rauszusuchen, aber im Endeffekt hast du dann doch meiner Meinung nach auch ein bisschen besser argumentiert, musst du einfach mal zugeben. Und es hat natürlich trotzdem Spaß gemacht. Ich muss sagen, bildlich gesehen hat dir Fandango das Genick gebrochen.
Da hättest du das Match entscheiden können. Mit einer guten. Wie gesagt, Paige als Pornostar, da hätte man nichts gegensetzen können. Schöne Und Alliteration, by the way. stimmt, ja. Pornostar Page. Genau, Pornstar Paige. Wie geil wäre das, mal eine Wrestlerin zu haben, die aus der Pornoindustrie kommt? Ja, das kann ich jetzt wieder nicht nachvollziehen. Ich bin ja nur die Frauenquote. Einfach aus Prinzip oder die als Gimmick Pornodarstellerin hat und es tauchen ständig Sextapes von der auf. Das wäre Das wäre so ein typisches Vince Russo-Gimmick, ey. das Oh stimmt, shit. aber das muss man sagen, wäre mal richtig geil. Oh, wir haben ein neues Sextape von ihr gefunden und dann auf dem Titantron wird das erstmal eingeblendet. Sehr schön. Oh shit. Oh. Aber ich warte jetzt dann doch auf Bray Wyatt als Schauspieler. Ja, ich auch. Vor allen Dingen, wie er dann in Two and a Half Men Ashton Kutcher ersetzt. Genau. Wobei Ja, jetzt. okay. Ich glaube, er würde es sogar noch besser machen als Ashton Kutcher. Schade. Das wahrscheinlich schon, ja. Das war wirklich fürchterlich. Wobei das Ende von Two and a Half Men, da werden wir vielleicht mal in einer Serienreview drauf sprechen. Schlechteste Serienende aller Zeiten, finde ich. Das war Es ja war so fürchterlich. schlecht, dass ich es nicht mal mitbekommen habe. Nee, es war wirklich ganz, ganz scheiße. Also ich meine nicht scheiße, sondern richtig scheiße. Und ja, von daher würde ich sagen, belassen wir es dabei und wir sprechen uns bei irgendeiner Review, Preview oder was auch immer als nächstes kommen mag. Genau so ist es. Alles Bis klar. dann. Tschüssing. Tschüss. Ciao, ciao.